Das Forschungsprogramm der Europäischen Union SIP hat ein beunruhigendes Ziel. Mit dieser Forschung soll das gesamte Telefonnetz anhand eines Sprachabdrucks durchsuchbar werden. Jede Person, die weltweit egal wo, in egal welches Telefon spricht, soll innerhalb von Sekunden identifizierbar sein. Offiziell wird im SIP-Projekt für Polizeibehörden geforscht. Problem? Verantwortliche Firmen bei SIP forschen parallel für Geheimdienste. Der Nachrichtendienstexperte Erich Schmidt-Ehnbohm kritisiert, dass zivile Forschungsprojekte von Geheimdiensten mehrfach mitgenutzt werden, oft unter Vorwand. Die Nachrichtendienste legitimieren diese neuen Technologien immer mit der Gefahr durch den internationalen Terrorismus. Hier müsste politische Steuerung eingreifen und eine klare Zwecksetzung, eine Zweckbindung für diese neuen Technologien setzen und sagen, nur in diesem Feld darf das eingesetzt werden. Doch politische Kontrolle ist nicht einfach, wenn sich Geheimdienste hinter Firmen verbergen. Eine Firma, die im SIP-Projekt mitforscht, ist Sail Labs. Wer gründete Sail Labs? 1998 bauen die zwei BND-Agenten Botenkamp und Althuis die Sail Labs Holding auf. Wir reisen nach Norditalien. Dort treffen wir Francesco Formentin, den ehemaligen Finanzchef eines Firmenkonstrukts um Sail Labs. Er erzählt uns, dass er damals Finanzchef und Geschäftsführer von Partnerfirmen wurde, um die Rolle des BND zu verschleiern. Ist das eine Art Kernfirma? Haben Sie das damals so empfunden? Durchaus. Warum denn nicht? Herr Bodenkamp kam aus dem BND. Herr Holthus kam aus dem BND. Der Einzige, der nicht vom BND, bin ich. Und das war ja im Grunde genommen den Faden, um eben das Ganze richtig hängen zu lassen. Wie viel Geld ist in die Sail-Lab geflossen aus der öffentlichen Hand, aus deutschen Geldern? Sag mal, 3 bis 5 Millionen vielleicht. D-Mark. D-Mark, ja, ja. Mit diesen Geldern erwirbt der BND seit den 90er Jahren gezielt Sprachtechnologie für seine Zwecke. Vertex, das in der DDR entwickelte Programm für russische Übersetzungen, wurde als erstes durch das Tarnfirmenkonstrukt übernommen. Auch das bei Siemens entwickelte Übersetzungsprogramm Metal wurde aufgekauft. Das Know-how ging später in Firmen wie Sail Labs auf. EU-Fördergelder wurden zusätzlich durch einen der BND-Agenten für Sail Labs akquiriert. Wie überrascht hat Sie, dass Herr Bodenkamp, sag ich mal, europäische Gelder so leicht bekommen konnte? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich wusste von diesen Kontakten und sehr oft. Ich war sogar mit Teen, ich weiß nicht mehr, ob 99 schon oder 2000, waren wir zusammen an einer Sicherheitsmesse in Paris. Und da haben wir diese Leute auch teilweise getroffen. Und dann war relativ schnell klar, dass dann auch europäische Gelder fließen. Ja, natürlich. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Ausgaben der Europäischen Union im Sicherheitsbereich fast verzwanzigfacht. Viel wurde in Sicherheitsforschung investiert. Gelder, die auch für Geheimdienste anscheinend leicht zu bekommen waren. So wie von Francesco Formentin beschrieben. Hier in dem konkreten Fall ist tatsächlich zu fragen, was wusste eigentlich das Parlament zu dieser Praxis der in Rede stehenden Firmen und war tatsächlich bei Antragstellung auch von EU-Fördermitteln vollständig klar, dass es eben auch hier um Firmen des BND sich dreht. Sail Labs wird 2001 aufgespalten. Die in Wien residierende Sail Labs teilte auf Anfrage mit, dass man seit 2001 unabhängig von der Gründungsgesellschaft und nicht mit dem BND verbunden sei. Ob und welche der aus der BND-Zeit erworbenen Patente man innehabe, teilt man nicht mit. Es gibt weitere Auffälligkeiten. Marc P. ist Gutachter der Europäischen Union für Förderanträge im Sicherheitsbereich, gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung von Sail Labs, welche von Fördermitteln profitiert. Einen Interessenkonflikt verneint Sail Labs. Marc P. gründet auch das Eurosyn-Forum, eine Plattform, bei dem sich Geheimdienstler, Polizei und europäische Politik koordinieren. Auch hier werden EU-Förderungen besprochen. Insgesamt muss man bei der EU sehen, dass es eine Grauzone der Förderung von nachrichtendienstlichen Aktivitäten gibt. Sicherlich ist es legal, Programme für Europol, die europäische Polizeibehörde, zu fördern. Aber es ist mit den Richtlinien der Europäischen Union
einfach nicht vereinbar, wenn nationale Nachrichtendienste aus EU-Mitteln gefördert werden. Auch amerikanische Dienste profitieren wohl von den Förderungen. Saylabs forschte bereits 2007 für US-Geheimdienstbehörden. Ihre Sprachtechnologie, so geht aus den Snowden-Dokumenten hervor, wurde 2009 von dem britischen Geheimdienst GCHQ verwendet und die Erkenntnisse dem US-Geheimdienst NSA zur Verfügung gestellt. Es kann ja nicht sein, dass man quasi mit öffentlichen Geldern, die eigentlich für Forschungsentwicklung sind und ähnliches mehr, Aktivitäten unterstützt, die am Ende des Tages zum Ausspähen eben auch von deutschen und europäischen Interessen dienen. Geheimdienste wie der BND entwickelten mithilfe europäischer Gelder modernste Überwachungstechnologie. Offenbar kam diese auch der amerikanischen NSA zugute. Wo bleibt hier die Kontrolle der Politik? Die Europäische Union wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern.